So, Dalla, dann möchte ich Sie alle sehr herzlich zu meinem Vortrag Gesund und erfolgreich mit schallmodulierter Musik begrüßen. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Andreas Treppel, mittlerweile auch Heilpraktiker für Psychotherapie, AVBF-Trainer. Muss dazu sagen, mein Weg dahin zu kommen war einer mit etwas Umwegen, weil ursprünglicherweise bin ich eigentlich Augenoptiker Meister, habe in Traunstein eine Firma. Vielleicht hat irgendjemand schon mal was davon gehört. Und bin dann über den Weg nach der Meisterausbildung, über Sehtraining, Funktionaloptometrie, dann haben wir auch mit Kindern gearbeitet, die Schulprobleme haben und auch da Sehprobleme haben. Das hat dann weiter zum Legasthenietrainer geführt. Da bei einem Kurs über den Legasthenietrainer habe ich dann den Herrn Conradi kennengelernt, der diese AVWF-Methodik entwickelt hat. Und das hat dann zum Schluss darüber geführt, dass ich mich hier auf dem Gebiet fortgebildet habe, auch die Methodik seitdem anwende und das letzten Jahr in der Gesundheit dieser Kooperation zwischen verschiedenen oder Praxisgemeinschaft könnte man sagen, von Heilpraktikern, Leuten, die Massagen anbieten, Psychotherapie und so weiter. Also haben wir ein sehr großes Spektrum, was hier gemacht wird. Aber das Thema ist heute, wie gesagt, oder jetzt gesund und erfolgreich mit schallmodulierter Musik. Um das Ganze verstehen zu können, warum der Weg funktioniert und wie es funktioniert, werden wir uns zuvor etwas mit dem Thema Stress beschäftigen. Stress ist ja mittlerweile ein sehr großes Thema geworden. Es spricht jeder vom Stress. Ich bin da letztes Jahr mal über eine Studie von der Techniker drüber gestolpert, die eigentlich im Großen und Ganzen darüber aussagt, dass ein gutes Drittel der deutschen Bevölkerung sehr unter Stress leidet oder akute Stressproblematiken hat und eigentlich gerade, glaube ich, irgendwo 18% mal angeben, nie Stress zu haben. Und gut, Stress entsteht durch die verschiedensten Punkte, kann durch Krankheiten erzeugt werden, kann durch familiäre, berufliche Umstände passieren. Also wir sind eigentlich grundsätzlich immer mit diesem Thema konfrontiert. Das mit dem Stress werden wir jetzt bloß ein bisschen kurz abhandeln. Da hat haben die Techniker gesagt, dass Verspannungen, Erschöpfungszustände und so weiter alles die Folge von akuten Stress sind, bis hin zu Tinnitus, Ohrgeräuschen und so weiter. Was uns dann zu dem Punkt kommt, was eigentlich Stress ist oder warum wir uns in dem Punkt hier auch mit Stress beschäftigen müssen. Stress ist eine Aktion oder beziehungsweise eine Überlebensstrategie, die aus der Urzeit noch funktioniert oder die hier ein Überleben des Menschen sicherstellt unter verschiedenen Bedingungen, wenn jetzt unser Großhirn keine Lösung dafür zur Verfügung hat. Um das Ganze, zu verstehen, muss man oder geht man hier davon aus, dass bei uns im Kopf im Endeffekt drei Gehirne arbeiten. Wir haben an der untersten Stelle das Stammhirn oder auch das Reptiliengehirn, wo die Instinkte verankert sind. Drüber sitzt das limbische System oder auch Säugetiergehirn genannt. Und ganz oben drüber sitzt dann die Großhirnrinde. Es haben diese drei Systeme im Endeffekt alle ihre Aufgaben. Das Reptiliengehirn, wie ich zuvor schon gesagt habe, das denkt nicht, sondern da sind die Instinkte verankert. Wie der Name in der Hinsicht ableiten lässt, kann man ganz einfach davon ausgehen, dass man hier die Fähigkeiten hat, wie es ein Krokodil, Eidechse, wie auch immer, also ein Reptil einfach zur Verfügung hat. Im Endeffekt eine rein instinktgesteuerte Ablauf. Also sprich, man hat hier eine, wie es so schön heißt, grundlegende Instinkte, Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung und so weiter. Also über mehr geht dieses System nicht hinaus, kann auch hier nur äußerst begrenzt Strategien anwenden. Beim limbischen System, da hat man auch im Großteil die Emotionen und die Gefühle hinterlegt. Ist auch etwas,
jeder, der ein Haustier hat, also selbst Hund, Katze und so weiter, weiß man, die können auch Emotionen darstellen. Ein Hund kann von fröhlich bis niedergeschlagen eigentlich alles sein und kann auch eine gewisse Art an Strategien anwenden. Gibt es auch gewisse Verhaltensregeln, Verhaltensweisen und halt, was auch ganz wichtig ist oder sehr ausgeprägt ist, in dem System ist auch dieser bekannte Angriffsfluchtreflex verankert, den ja die Säugetiere dann unterliegen, wo auch ja unter bestimmten Belastungen auch der Mensch unterliegt, wie es ja in der Psychologie schon ausreichend beschrieben ist. Dann im Endeffekt die Großhirnrinde. Das ist die, die uns praktisch denkend macht, weil die Großhirnrinde ist die, wo wir auf Erfahrung zurückgreifen können, wo wir auf Sachen zurückgreifen können, die wir gelernt haben oder die uns rationell denken lässt, also sprich, wo ich bestimmte Situationen oder bestimmte Optionen abwägen kann und mich dann aufgrund einer dementsprechenden Überlegung entscheide, welche Aktion dann die beste ist. Das ist nochmal gerade kurz vom Aufbau her, da in dem Fall umgedreht, Reptiliengehirn, limbisches System und dann die Großhirnrinde. Und das Ganze hat jetzt auch, wenn wir dann wieder in den Bereich jetzt kommen, wo wir die beiden Sachen etwas zusammenführen, im Endeffekt mit unserer Wahrnehmung zu tun. Das ist jetzt bloß ein nettes Bildlein übersehen, wobei hier auch immer dieser Produkt von vielen Faktoren ist. Im Endeffekt kann man sagen, unsere Wahrnehmung, was wir haben, ist immer ein Eindruck von all unseren Sinnen. Beziehungsweise man kann sogar so weit gehen, hin, dass man im Endeffekt feststellen muss, das, was wir wahrnehmen, ist nicht die Realität, sondern es ist immer ein Gesamteindruck oder ein gesamtinterpretierter Eindruck und um Erfahrung modifizierter Eindruck all unserer Sinne. Ist zum Beispiel, oder das kann man ganz einfach in der Richtung auch bestätigen oder untermauern, eine Situation, wo vielleicht jeder kennt, man bewegt sich im Halbdunkeln in der Nacht, weil man auf die Toiletten muss oder wie auch immer, durchs Haus. Plötzlich, ups, steht da irgendwer, ist da irgendwas? Und dann schaut man genau hin und dann merkt man, da ist eigentlich gar nichts. Was ist in dem Fall passiert? In dem Fall ist nichts anderes passiert wie das. Unser optisches System, das kann ich auch als Optik in der Richtung bestätigen, wenn wir uns normal im Raum bewegen, hat es nur einen Bruchteil von der maximal möglichen Sehleistung, weil wir den nicht brauchen, weil ich brauche nicht den maximal möglichen Visus oder die bestmöglichste Sehleistung, damit ich da herin von Punkt A nach Punkt B gehe und da über das Kabinett drüber fahre. Also da reicht ein Bruchteil davon. Und dann passiert eines, dann kriegt praktisch unser Sehzentrum dieses Abbild und dann wird hier, wenn man wieder die nächtliche Situation nimmt, ein Schattengebilde geliefert, wo unser Gehirn in dem Moment sagt, das ist eine Person oder sonst irgendwas, aufgrund von einfach der Form, die es hier anscheinend erkannt hat. Und sofort wird in die Erinnerung gegriffen, wird das Bild rausgeholt und wir nehmen was wahr, was eigentlich gar nicht da ist. Wobei in dem Moment dann bei jedem erst einmal ein bisschen die Alarmglocken hochgingen, ups, jemand, den ich nicht kenne, bei mir in der Wohnung. Und sobald ich dann natürlich dann hinschaue, mit sämtlichen Reaktionen, die dann ablaufen, erkennt man, das waren bloß drei Schatten, die dummerweise gerade so den Eindruck gegeben haben und da ist ja nichts. Und damit ist die Situation wieder in Ordnung. Dementsprechend sind wir schon bei dem nächsten Punkt bei der ganzen Sache. Die Wahrnehmung, die wir hier haben, spielt dann in jedem Fall auch immer mit rein, sowohl auf der einen Seite mit den Emotionen, als auch auf der anderen Seite, ob wir eine Situation als sicher oder als unsicher erkennen. Wie gesagt, jeder, der hier, wenn man wieder diese eine Situation nimmt, dass man hier nächtens jemand im Haus zu haben glaubt, wird es ein bisschen ein Schock sein oder ein bisschen ein Schreck sein in der Richtung. Und das bedeutet, man hat auf der einen Seite emotionale Reaktion in Form von etwas Angst oder sonst was,
in der Richtung. Die Situation wird dementsprechend als unsicher deklariert, was dann auch zu Reaktionen im autonomen Nervensystem führt. Sprich, Herzfrequenz geht hoch, Atmung geht hoch, man wird hier mechanischer leistungsfähiger gemacht, aber da komme ich später nochmal genau dazu, was da passiert. Und dann passiert im Endeffekt aufgrund dieses gesamten Produkts, was hier entsteht, muss unser Cortex, also als Cortex bezeichnet man oder bezeichnen wir in der Hinsicht das Gehirn im Gehirn oder unser Oberstübchen, was dann im Endeffekt irgendwo für die Entscheidung oder für das Ganze zuständig ist, was dann passiert. Und im Endeffekt kann dann entweder eine Aktion passieren oder eine bewusste Reaktion. Das bedeutet noch, wenn die Großhirnrinde aktiv ist, oder es kann eine Reaktion passieren und geht's weiter. Und dann haben wir einen Output, sprich eine Reaktion, die passiert. Zu dem Punkt nehme ich immer ein ganz nettes Beispiel, was mir so irgendwo gefällt. Mir jetzt so als durchschnittlicher Mitteleuropäer in Kanada einen Urlaub machen und da durch die schöne Landschaft marschieren, dann ist im Normalzustand unser Großhirnrinde aktiv, wir genießen die Situation, wir schauen uns die Landschaft an und es ist alles richtig schön erholsam und man freut sich dort zu sein. Wenn jetzt so 20 Meter vor uns oder 30 Meter vor uns plötzlich ein Bär über den Weg läuft und schon langsam Witterung zu uns aufnimmt, haben wir ein kleines Problem. Weil nämlich, zumindest wenn ich jetzt mal von meiner Seite ausgehe, also ich habe weder Erfahrung mit Braunbären noch mit Grizzlybären, also das heißt, meine Großhirnrinde hat in dem Fall keine Strategie oder kein antrainiertes Verhalten zur Verfügung, wie es auf die Situation reagieren sollte. Wenn der Bär schon langsam dann auf einen sich zubewegt, dann kommt auch irgendwo die Erkenntnis, wenn ich jetzt noch lange überlege, was unter Umständen vielleicht zu tun wäre, dann ist es vielleicht unter Umständen dann auch etwas zu spät. Also gibt es das sogenannte Stressmanagement oder die Stressablauf oder Stressreaktionen bei uns im Organismus. Das bedeutet hier in dem Moment, sagt die Großhirnrinde, ich tue nichts mehr. Die klingt sich aus dem Prozess aus, gibt die Kontrolle oder die Kommandogewalt ans limbische System weiter, also an eine Instanz weiter drunten. Im limbischen System haben wir den, wie ich es zuvor schon kurz angesprochen habe, den Angriff-Flucht-Reflex verankert. Da ist die Entscheidung relativ einfach. Angriff ist nicht wirklich die Lösung. Also entscheiden wir uns dann doch für die Flucht. Dementsprechend kommen dann alle Stressreaktionen, die es gibt. Also der Sympathikus wird aktiviert mit Adrenalinausschüttung, Herzfrequenz erhöht sich, Atemfrequenz geht hoch, die Wahrnehmung wird reduziert, die kognitive Leistungsfähigkeit geht zurück. Der Darm entledigt sich sämtlicher Sachen, die er nicht braucht. Die Funktion wird dementsprechend auch runtergefahren und so weiter, weil es ist in dem Fall wichtig, damit wir schnell abhauen können. Und der Körper geht, kann man richtig gehend wie so eine Waage sich vorstellen, geht auf vollständige mechanische Leistungsfähigkeit, sprich Ziel ist schnell zu laufen, alles andere ist in dem Fall unwichtig und wird dementsprechend reduziert. Wenn man dann nach einer hoffentlich geglückten Flucht irgendwo in Sicherheit ist, wird im Regelfall der Gegenspieler vom Sympathikus, der Parasympathikus aktiv, regelt das System wieder runter. Und dann haben wir wieder eine bessere Wahrnehmung zur Verfügung, die kognitive Leistungsfähigkeit wird mehrer, der Darm nimmt seine Funktion wieder auf und so weiter. Sprich, es ist wieder so, wie es normalerweise sein sollte. Wenn man das ganze Spielchen noch ein bisschen weiter extremisiert, dann ist der Bär nicht 20 Meter weg, sondern steht der einen Meter neben einen, Pranken schon hoch erhoben. In dem Fall, Großhirnrinde wieder weiter ans limbische System. Limbisches System sagt in dem Fall auch, Angriff ist nicht, Flucht wohin ist auch nicht mehr. Also sagt das System, okay gut, eine Instanz weiter unten, ich klinge mich auch aus. Dann übernimmt das Reptiliengehirn und dann tritt der Todstellreflex ein. Wie man es von Reptilien hier kennt oder auch Säugetiere bauen auch teilweise in Gefahrsituationen den Todstellreflex auf. Das ist der Hase, der vor der Schlangengrube sitzt und wartet, was kommt.
ist nicht der Mensch der Einzige, der diesem System unterliegt. Also wie gesagt, man findet auch hier Synonyme im Tierreich. Mit der Kommando- oder mit der Kontrollübergabe an das Reptiliengehirn passiert eines: Unser Organismus konzentriert sich auf den innersten Kern, erhält die lebensentwickelnden oder die lebenserhaltendsten Funktionen aufrecht und harrt der Dinge, die dann kommen, weil die Chance, dass wir Schläge einstecken müssen, ist recht hoch. Also schaut man, dass man so gut wie es geht irgendwo die Sache noch vielleicht irgendwo überlebt. So. Ja, im Endeffekt sind wir da bei dem Punkt, dass wir auch sinnbildlich bei uns recht viele Bären haben. Im Endeffekt kann man eigentlich sogar mittlerweile so weit gehen, dass das soziokulturelle Umfeld, das wir haben, im Endeffekt eigentlich dazu führt, dass wir alle unterm Strich irgendwo Stressproblematiken haben oder wie es die moderne Medizin, also auch sogar die klassische Medizin hinzugesteht, wir haben mittlerweile feststellbar bei Menschen eine parasympathische Verkümmerung, sprich uns fehlt auf Dauer die Möglichkeit, uns zu regenerieren, uns wieder zu erholen. Eigentlich, ja, wenn man es zuvor mit der Flucht nimmt, die Flucht vernünftig zu beenden, wieder die Verletzungen, die wir da eingefangen haben, wieder zu heilen, wieder in die volle